Ist hier einer dabei? Hat man den so schon angezaubert? Im Endeffekt. Den da haben wir. Ist gut, kleines Pflänzli. Okay, dann versuchen wir erstmal. Wenn hier auch keiner ist. Dann müssen wir dann nur mal versuchen zurückzugehen. Den haben wir schon. Braun müssen sie sein. Relativ große Hüte haben. Da ist jedenfalls keiner. Hier gucken wir jetzt schon zum x-ten Mal, aber da ist auch nichts. Schätze ich. Kann man nicht sagen, wenn man genug kleine trifft, hat man irgendwann auch einen großen. Das wäre einfacher. Diese kleinen Pilzgrüppchen, da stehen genug hier rum. Ja, kommt. Hört auf, mich zu ärgern. Okay, weg mit dem Biester. Ich will jetzt auch diese Blümchen nicht aufblühen lassen. Ich will einfach nur den Pilz finden. Aber ich denke, das wird ist leichter gesagt als getan. Da ist unser Soundbug wieder. Wir nähern uns also Bubu Tuplan. Aber hier kommen doch auch noch zwei Krattler raus, oder? Ja. Hab dich nicht so, mach die einfach platt und gut. So. Ist es halt, wenn ich mich hier um die Dinger vorbeischleiche, gucke ich nicht mehr so mit den Pilzen drauf, wo die sein könnte. Da hinten sehe ich auch keinen. Da drin habe ich eigentlich genug rumgezaubert. Das sollte er nicht sein. Zumindest gehe ich mal davon aus. Da sind wir nur kleiner. Das waren auch kleine. Gut, jetzt laufe ich nochmal den Rand hier ab. Aber ich denke. Nein, da ist auch nichts. Steht der eventuell irgendwo hier oben rum? Nein, auch nicht. Hinten war nur eine Bohne, noch kein Pilz. Na los! Halt die Klappe. Aber wenigstens ist er nicht so nervtötend mit seinen Bohnen. Wie im Badezimmer, der Vertrauensschüler. Okay. Lauf weiter, mein Freund. Das sind kleine hier. Haben wir da irgendwo. Der ist angezaubert. Natürlich, die Bohne kommt nicht zu uns. Wir haben ihn noch nicht inzwischen aus Versehen erwischt. Das wäre es natürlich, wenn wir rumsuchen und dabei haben wir ihn schon. Deswegen gucke ich immer mal ins Menü. So, da ist auch kein Pilz. Oh Mann. Ja. Ihr habt mir jetzt noch gefehlt, ganz ehrlich. So. Hoffen wir, dass wir ihn finden und das Gebiet dann abhaken können.
Diese hier, die ist glaube ich komplett verschwunden, ne? Wenn man das? Nein, das sind die kleinen. Das sind nur kleine. Das sind auch nur kleine. Na gut, dann werden wir jetzt mal uns an die Arbeit machen. So, ein bisschen in die Richtung, wenn es geht. Das war zu weit. Irgendwo muss der doch sein. Wenn nicht, versuche ich ihn offline zu finden. Zur allergrößten Not. Das sind auch weiß und nicht braun. Also. Hier ist einer. Ja, komm auf. Ach, jetzt habt euch doch nicht so. Hier ist der knallrümpfige Kröter. Aber da hatten wir schon geguckt, der hat keine Pilze bei sich. Und oben bei dem anderen waren auch keine. Zumindest habe ich mir das eingebildet, aber ich gucke auch gerne noch ein zweites Mal. Man weiß ja nie. Eine Drachenstatue gibt es hier ja auch, also warum keinen Pilz? Die Flüche kommen leider nicht durch. Aber ich sehe keinen da hinten. Oben beim anderen Kröter? Ja, vielleicht. Jetzt kommen gleich die Mospen, wenn wir höher steigen. Wie viele erreiche ich von hier unten? Von den Blättern oder Blüten oder was auch immer das sind. Seerosen. Den ganzen Weg? Nicht den ganzen Weg. Das ist der nächste Kröter eigentlich da oben, ne? Ja, komm, das war jetzt nicht so nett. Wow, nicht auf die. So. Mach die Dinger platt. Eigentlich ist Kämpfen ja das Beste, was man tun könnte. Da kann man umso schneller mal aus Versehen so einen Pilz treffen. Da hinten blinkt was. Und das ist bestimmt so ein Heildingens. Kommt ihr, Freunde? Ich würde ja sagen, wir machen erstmal die kleinen Blatt, aber so. Damit es ein bisschen schneller geht. Bohnen, hallo, die Bohnen. Amina hat schon mehr als genug. Jetzt gibt mir auch ein paar. Da ist eine Mospe verbackt. Am Boden. Aber wenn irgendwas blinkt, dann ist es immer so ein Heil. Sonst sind es diese Heilsachen nicht. Pilze. Oder? Das ist was zum Aufblühen. Nein, hier gibt es keine Pilze hier oben. Können wir wieder runter. Tun wir der verbackten Mospe einen Gefallen. Vielleicht kommt sie dann auch raus aus ihm. Ja, nee, ich glaube, das bringt uns gar nichts. Sorry. Nein, kein Pilz. Wo ist Harry eigentlich abgeblieben? Mir gehen hier auch langsam die Augen über, das muss ich auch sagen. Also selbst wenn, vielleicht bin ich auch schon dran vorbeigerannt wieder.
das ist mich auch schwach. Autsch! Autsch? Das ist Harry. Ich dachte schon, Ronald, das sind auch nur kleine hier, oder? Wäre ja auch zu schön gewesen. Ach, bisschen weit, aber fast. Ah doch. Ich dachte schon, sie ist weg. So. Nein. Bitte nochmal etwas besser zielen. Ja, das ist gut. Ach, das ist so eine, wo man drüber laufen kann, wenn sie platt ist. Das sind nur kleine Pilze. Ja, hab dich nicht so. Da ist kein Brauner dabei. Nein, da ist kein Brauner dabei. Ja, komm, hör auf. Nerv nicht, kleines Sumpfkratlerlein. Gut, wenn wir jetzt hier vor noch gegangen sind und ich finde ihn nicht, dann gebe ich auf, Freunde. Einen haben wir noch gefunden, das ist doch schon mal was. Und ich denke, dann werde ich einfach offscreen versuchen, noch ein bisschen zu gucken und zu recherchieren und zu suchen. Und ich weiß nicht, in eine Lösung gucken, das bringt jetzt auch nicht so viel. Naja. Was jetzt mit X das machen? Gut, das sind kleine. Entschuldigung. Sind kleine. Ach, ein kleiner Sumpfkratzer. Ja, kümmert ihr euch mal um den. Die hier, können wir die ausreißen, bitte? Ausreißen, wegschnipsen. Aber wir können da nicht durch. Es zappelt noch. Nun gut, dann wieder außenrum. Wäre noch schön gewesen. Was heißt hier au? Ronald, würdest du mal... Jetzt hab ich doch nicht so. Ich hoffe einfach, dass beim Drachen keine sind. Keine Pilze. Ah ja, das sind wieder die, die er nicht wegschnipst. Zu weit. Harry, du bist einfach nur immer im Weg. Kannst du dich mal bitte... Die fliegen zu weit. Was soll denn der Mist? Und jetzt haben wir es, oder? Das wäre sogar so eins, wo man drüber laufen könnte. Nein, da ist auch nichts drin. Also an braunem Pilz, den wir noch suchen. Ich sehe da auch keinen, wenn ich so ein bisschen das abscanne mit den Augen. Ach Mensch. Wo ist der letzte Pilz, Freunde? Ronald, stell dich doch bitte nicht so dämlich. Einfach weg damit, damit wir hier durch können. Bevor eine neue erwächst. Hier ist eine Drachenstatue. Und das sind kleine Pilzis. Das war jetzt gerade ein bisschen blöd. Falscher Knopf. Leute. Geh einfach durch. Versuch gar nicht mehr zu
Leichen oder sinnvoll irgendwie auszuweichen. Das sind kleine Pilze. Ich meine, beim Badezimmer waren ja die, war der erste Drache ja auch in dem Raum, in den man dann eigentlich nicht mehr kommt, so wirklich. Warum nicht auch hier ganz am Anfang suchen? Aber ich glaube, da ist nichts. Da hinten waren wir ja schon mal auf der Suche nach Pilzen. Okay, geben wir es auf, oder? Gehen wir nochmal zum Drachen. Danke, Harry. Nein. Ausreißen bitte das Pflänzchen. So. Gehen wir nochmal Richtung Drache. Vielleicht haben wir da was übersehen. Ich hoffe nicht, aber... Toll. Blöder Grottenolm. Aber der Sandbug ist weg. Hey, das Ding sollst du zerren und zünden und schnipsen. Yay, das war ein Treffer. Harry, steh mir nicht schon wieder im Weg rum. Ja, wir hören den Drachen schon. Eigentlich kann es nur hier auf dem Weg sein. Beim Drachen hatte ich doch eigentlich alles abgesucht. Es wird doch kein Pilz auf seinem Käfig stehen. Beeilt euch! Jetzt sagt er gar nicht mehr. Hey, guckt mal, die haben ihn wieder eingefangen. So, keine Ahnung. Ist das uns? Vor mal einfach mal ein bisschen. Ach, da ist ein Busch. Den er nicht vorbei will, sagt das doch. Aber ich denke mal, hier ist kein Pilz. Stell dich doch nicht so dämlich. Nein, da ist kein Pilz. Blöder Drache. Okay, Freunde, ich würde sagen... Ich gebe mich geschlagen. Einmal mir auch das Areal nicht gefällt. Der letzte ist. Einen haben wir noch gefunden, dann haben wir halt nicht alle Bonussachen gesammelt. Da! Ich hätte das schon eher machen sollen. Scheinbar aufgeben. Gut, wir haben alles. Hehe. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Level beenden. Ja, ganz sicher. Hat ja lang genug gedauert, den letzten zu finden. Aber jetzt bleibt uns nur noch der Kräuterkundeunterricht. 8 Schilde soll es da nochmal geben. Und da müssen wir Schaufeln anzaubern, aber die haben wir schon alle. Gut, und die eine entschwindende Karte. 0 Karten erhalten, ja. Ich hab's begriffen, danke. Sehr schön. Abgehakt, abgehakt, abgehakt. Das klingt doch so schön. Erledigt, abgehakt. Das ist das nächste, was wir tun. Und dann haben wir noch 1, 2, 3 storyrelevante Dinge vor uns. Aber das kommt dann erst wirklich bei der nächsten Aufnahmesession. Ich weiß nicht, ob morgen oder wann.